Nach wie vor legt Schneetief Tristan Deutschland lahm, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Die Höhe des Neuschnees am Montag schwankte zwischen 10 und 40 Zentimetern. Nichts ging mehr am Kirchheimer Dreieck in Hessen. Zahlreiche Lastwagen blieben stundenlang auf der völlig verschneiten Autobahn liegen und kamen aus eigener Kraft nicht mehr weiter. Die Polizei holte daher das THW zur Unterstützung, um die Lastwagen freizuschippen und aus dem Schnee zu ziehen. Auf dem kurzen Streckenabschnitt mussten so am Montag insgesamt 18 Lastwagen wieder flott gemacht werden. PKW-Fahrer hatten es deutlich besser. Eine Spur war einigermaßen befahrbar, sodass von den Problemen nur LKW betroffen waren. Ähnlich die Lage auf der A4 bei Dresden. Dort musste das technische Hilfswerk LKW abschleppen, um die Autobahn wieder frei zu bekommen. Selbst kleinere Transporter blieben hier an Steigungen liegen. Auch in Brandenburg haben die Schneefälle weiter für Unfälle und Behinderungen gesorgt. Auf der A2 zwischen Brandenburg an der Havel und Wohlin kollidierte ein Transportergespann mit zwei LKW. Menschen wurden nicht verletzt, doch ein LKW-Tank wurde aufgerissen, sodass große Mengen Diesel ausliefen und von der Feuerwehr aufgefangen werden mussten. Die Autobahn musste in Richtung Magdeburg voll gesperrt werden. Zahlreiche Autofahrer mussten bei eisigen Temperaturen in ihren Fahrzeugen ausharren. Nicht zuletzt gab es Kältetote. So fand die Polizei in Bielefeld einen Mann im Schnee und in Rees im Münsterland wurde ein toter Radfahrer gefunden. Auch so manches Gebäude kollabierte unter den Schneemassen, sowie das Dach dieses Holzhandels in Rheine. Nach Prognose von Meteorologen soll es in den kommenden Stunden noch weiter schneien. Danach kann sich Deutschland auf den Kältehammer einstellen. Regional und bei klarem Himmel sind in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad möglich. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.